Nach rund sechsmonatiger Umbauzeit wurde die Jugendburg Hessenstein mit einem großen Burgfest eröffnet. Die Gäste konnten sich von dem erfolgreichen Umbau von Hessens ältester Jugendherberge selbst überzeugen. Mit zahlreichen Aktionen und Spielen wurden die Gäste unterhalten. Noch im Februar sah es auf der Jugendburg so aus. Eine große Baustelle. Ich bin sehr erfreut darüber, dass es heute den Abschluss gefunden hat, die Renovierung des Hessensteins. Die sanitären Anlagenzimmer sind mit Badezimmer, Toiletten versehen worden. Es ist 1 Million Euro von dem Land Hessen bereitgestellt worden für die bauliche Renovierung. Und wir haben nochmal der Landkreis 400.000 Euro und der NABU 200.000 Euro für die Inklusion, für den behindertengerechten Ausbau hier an der Burg bereitgestellt. Wir hoffen dadurch ganz viele Schulklassen für den Hessenstein zu gewinnen, viele Gruppen zu gewinnen, die auch mit behinderten Menschen kommen und die dann auch hier sich recht wohlfühlen. Ja. Also ich freue mich, dass so viele Gäste heute kommen zum Burgfest. 2017 werden ein halbes Jahr lang renoviert und die Burg komplett neu organisiert. Wir haben jetzt in jedem Zimmer ein Bad eingerichtet und haben auch zur Inklusion viel beigetragen. Rollstuhlfahrer können auf die Burg kommen. Also das heißt, die Burg kann das nicht. Wir freuen uns, dass jetzt ab jetzt die Burg besser läuft, weil einfach die Zimmer viel schöner eingerichtet sind. Für die Burggäste stehen jetzt Bäder bereit, Rollstuhlfahrer haben Rollstuhlfahrerzimmer. Sie kommen auch in alle Tagesräume rein und können teilhaben an der Burg wie alle anderen Menschen. Ich freue mich darüber, dass wir heute Wiedereröffnung Burg Hessenstein feiern dürfen. Nach 6-monatiger Bauzeit sind die Zimmer jetzt toll hergerichtet. Der große Vorteil ist, dass die Zimmer jetzt eben auch die Nasszellen haben, Dusche und Toilette. Das war ein Manko in diesem Haus. Jetzt ist es behoben. Wir haben 120 Zimmer, ich glaube 120 Betten in 26 Zimmern. Mir ist aber wichtig, dass wir hier auch ein besonderes Bildungsangebot haben in der Burg, nämlich Umweltbildung. Die vielfältige Möglichkeiten eröffnet, junge Menschen an Naturerlebnis heranzuführen. Ich glaube, das ist der große Auftrag dieser Burg. Er wird ihn auch wahrnehmen und wir haben verfügen über ein unglaublich engagiertes Team. Das ist die Basis dafür, dass wir einfach ganz positiv und entspannt in die Zukunft blicken können, zumal wir auch starke Partner an der Seite haben, Nationalpark, Naturpark, die Burg Hessenstein als ganz, ganz wichtige Baustein innerhalb ihres Auftrages wiederum begreifen. Burg Hessenstein passt sich eigentlich vorher schon gut ins Konzept und jetzt noch besser, nachdem jetzt das Gebäude auch teilweise barrierefrei gestaltet wurde und wir bemühen uns ja auch immer so sukzessive jetzt immer mehr barrierefreie Angebote zu machen, von Wegen bis hin zu speziellen Führungen, speziellen Angeboten und insofern passt es in idealer Weise zusammen. Ja, soll ja auch Dienstag noch ein bisschen ins Bett gehen. Hessenstein hat, glaube ich, heute einen Quantensprung vollzogen. Endlich ist der barrierefreie Umbau fertig. Wir haben neue Zimmer, es gibt neue Zimmer, es gibt neue Toiletten, es gibt ein modernes Raumkonzept.
Es gibt barrierefreie Räume und Unterkünfte und damit ist, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz große, gute Sache heute zu Ende gekommen. Wir freuen uns sehr darüber als Gemeindeführer, denn die Burg Hessenstein bewacht nicht nur unsere Südgrenze, sondern sie ist wirklich eine der besten Unterkünfte, die wir hier im Landkreis haben. Für junge Menschen, die mit Klassenfahrten oder mit Ausflugsfahrten sich hier hinbewegen. Ich glaube, wir haben heute einen guten Tag und wir freuen uns darauf und wir hoffen, dass die Jugend Burg Hessenstein ihre Ziele erreichen wird, die sie mit diesem ganzen Projekt verbunden hat. Ja, die Jugendburg Hessenstein hat ja drei Träger, die Kreishandwerkerschaft, den Landkreis und den NABU, und es ist aus meiner Sicht sehr, sehr erfolgreich gelaufen und es ist dann schon auch erstaunlich, dass drei so unterschiedliche Träger mit drei unterschiedlichen Interessen da gemeinsam arbeiten können. Aber die letzten neun Jahre haben gezeigt, dass wir drei ein gutes Team zusammengebracht haben und diese Burg inhaltlich nach vorne bringen konnten. Und das ist ein Stückchen ein Novum und da freuen wir uns auch drüber, denn die meisten waren skeptisch und haben nicht gedacht, dass es funktioniert. Und dass es funktioniert, zeigt gerade jetzt die anstehende oder jetzt gelaufene Umbauphase. Wir haben erfolgreiche Jahre gehabt, mussten aber feststellen, dass ohne Weiterentwicklung wir die Wirtschaftlichkeit nicht hinkriegen. Da war es zwingend notwendig, dass wir die sanitären Anlagen auf einen modernen Stand bringen. Das ist mit dem erstellten Konzept gelungen. Und gleichzeitig wollten wir auch für behinderte oder beeinträchtigte Menschen, nämlich die sogenannte Inklusion, etwas tun. Und das gemeinsam haben wir jetzt hinbekommen. Und es war schon ein fleißiges Stück Arbeit aller Beteiligten, dass wir die Finanzierung hinbekommen haben. Es sind ja gut 1,6 Millionen Euro investiert worden. 1 Million vom Land Hessen, 400.000 Euro vom Landkreis und auch der NABU mit 200.000 Euro ehrenamtlichem Geld hier drin hat die Finanzierung stemmen können. Und auch dieses Finanzierungsbeispiel zeigt, dass dieses Triumphat oder diese drei Träger gemeinschaftlich was nach vorne bringen. Mit der Neugestaltung jetzt haben wir, denke ich, gute Voraussetzungen, dass wir jetzt die inhaltliche Ausrichtung dieser Burg, nämlich auch Umweltbildung zu machen, in eine gute Zukunft führen können. Und wir freuen uns, dass viele Gäste hier sind, die heute sich das auch anschauen und dass unsere neuen Gäste in Zukunft hier wunderbare Räume haben und dann den Inhalt und die Landschaft hier genießen können. Down.